Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Link's Awakening Let's Play Reihe. In dieser Folge möchte ich mich mal wieder auf die Suche nach einigen Zaubermuscheln begeben, Herzteilen und möchte das Tauschgeschäft ein bisschen voranbringen. Ihr wisst es ja, manchmal findet man irgendwelche Items, wie zum Beispiel jetzt gerade noch die Hibiskusblüte, die man an verschiedene Charaktere weitergibt und so weiter. Dann bekommt man andere Sachen, denn wir haben in der letzten Dungeon die Schwimmflossen bekommen. Und wenn ich jetzt hier nach links gehe, beziehungsweise schwimme, bekomme ich noch ein besonderes Lied von einem Fisch, der es einem einfacher macht, von A nach B zu kommen. Und deswegen endet die Folge am nächsten Dungeon und die übernächste Folge wird dann das Dungeon selbst sein. Also, viel Spaß beim Zuschauen, lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Um keine Videos zu verpassen von Link's Awakening, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. So, mit diesem Lied können wir uns nämlich von A nach B teleportieren. Eine richtig geile Fähigkeit. Deswegen für alle, die die Ocarina noch nicht haben, beziehungsweise, Moment, ich schwimme mal kurz an Land und dann zeige ich euch ganz kurz, wo ihr die Ocarina findet. Hopp, Karte. Ganz wichtig, also, sobald ihr den Kraftreif habt, müsst ihr hier reingehen. Dann müsst ihr die Steine wegmachen und dann könnt ihr hier rein. Ihr braucht aber auch noch... Moment. Ihr braucht auch noch aus der vorletzten Dungeon braucht ihr noch die Pegasus-Stiefel. Ansonsten kommt ihr nicht an die Ocarina ran. Aber wenn ihr dann diese Dungeon gelöst habt, welche waren das überhaupt? Die vierte, genau. Dann könnt ihr euch die Schwimmflossen holen und kommt an das Lied zum Teleportieren. Eine feine Sache. Es gibt nämlich wirklich eine Menge zu entdecken, wo man vorher nicht hinkam. Ausrüsten. Folgt uns hier so ein Geist, von dem wir die Grabstätte finden müssen. Ich glaube, ich habe mich auch schon verteleportiert. Wir müssen, glaube ich, erstmal in sein Haus rein. Wo war denn das? War das hier unten? Ja, es war hier unten. Genau.
gab es ja auch eine Zaubermuschel, die habe ich auch schon geholt. Völlig vergessen. Komme ich mehr Bomben? Natürlich. Wie viel kann ich denn jetzt? Oh, 60 Bomben. Das ist echt sportlich. Nächstes Herzteil.
einmal zum Zoodorf. So, jetzt werden wir hier erstmal die Hibiskusblüte los. Also, ab zum Zauberwald. Ah, im Zauberwald gibt es, glaube ich, noch eine Muschel, die ich noch nicht habe, die ich vergessen habe. Da muss ich mal gucken, ob ich die jetzt auf der Schnelle finde. Ah, es kann sein, dass ich da ein bisschen suchen muss. Also ab 40, es gibt insgesamt 50 Zaubermuscheln und ich, wenn ich mich nicht täusche, waren es 40. Ab 40 Zaubermuscheln bekommt man ein Schwert. Ein neues Schwert, das doppelt so stark ist wie das normale Schwert. So, jetzt muss ich mich erst mal zurechtfinden. Hier gibt es irgendwo so eine Art Blumenfeld. Und da kann, ach, ich glaube, das ist es schon, oder? Tatsache, haha, läuft. Okay. Sehr schön. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? 18 Stück, okay. Ich weiß gar nicht mehr, was man von dem bekommt hier. Ah, jetzt habe ich mich verdrückt. Das ist natürlich doof. Okay, ich würde sagen, jetzt bringe ich erstmal den Geist weg. Und dazu brauchen wir... Geht's schneller. Das ist halt praktisch. Also sobald man die Ocarina hat, würde ich jedem raten, ein bisschen intensiver nach Herz heilen und den Zauberwürfel zu nehmen. Okay, eine Feenflasche. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir eine Fee finden, können wir die einsammeln und die dann freilassen, wenn wir Energie brauchen. Gar keine schlechte Sache. Achso, okay. Die Eule gibt uns jetzt quasi den Tipp zur nächsten Dungeon. Wo ist denn die nächste Dungeon überhaupt genau? Ach, ich weiß jedes Mal die Knöpfe. Die nächste Dungeon, genau, die ist hier. Bringen wir erstmal den Besen. Geht's von hier schneller oder von hier? Von hier geht's schneller.
Wie viele Rubine habe ich? 910? Stimmt, ich möchte mir langsam mal noch einen Pfeil erfüllen. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas Besonderes gibt. Außer Pfeil und Bogen. Ach, das Herz habe ich auch noch nicht. Okay. Aber erstmal sparen wir für Pfeil und Bogen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier die Muschel habe. Hier irgendwo braucht, glaube ich, auch eine Muschel. Aber ich weiß nicht, ob ich die habe. Na, das werde ich schon mal rauskriegen. Gut, Besen auch weg. Okay, jetzt würde ich sagen... Moment, hier, was soll denn stoppen? Einmal unter die Brücke, bitte. So, hier finden wir den Fischer. So, die Kette kommt jetzt zu einer Nixe und dann hört es, glaube ich, so langsam auf. Das ist ja alles. Jetzt holen wir uns noch ein Herz teilen. Dann muss ich mal gucken, ob ich das doch wirklich verpassen kann. Sehr schön. Wieder ein voller Herzcontainer. Oh, das ist schon die zweite Reihe, sehr schön. Ich will hier hin. Komme ich von dort aus da hoch? Wir werden es gleich rausfinden. Oh, ach, oh, die habe ich jetzt aus Zufall gefunden, ohne Scheiß. Die habe ich jetzt wirklich zufällig gefunden. Ich wusste nicht, dass hier eine ist. Mega, das ist dann jetzt die 20. Okay, sehr schön. So, was für eine Hier war ich, glaube ich, schon drin. Ja, hier war ich, glaube ich, schon. Ah ja, hier muss ich durch. Genau.
Hier gab es auch ein Herzteil, wer die Folge nicht gesehen hat. Und hier, an die komme ich aktuell noch nicht ran, weil ich da einen Unterhaken brauche. Erstmal die Höhle hier unten. Und danach hacken wir mal da unten. Erstmal raus. Okay, das war. Dann. Moment. Ich kann mir... Oh, es geht sogar über 1000. Ich dachte, die Grenze war 999. Jetzt kann ich mir Pfeil und Bogen endlich leisten. So, das dürfte die 21 sein. Noch 19, dann können wir uns das Schwert leisten. Jetzt glaube ich, weiß ich, wie ich an das Herzteil komme. Mal gucken, ob ich hier überhaupt schon... Nee, hier komme ich noch gar nicht rein. Was ist das? Okay, hier komme ich also noch nicht hin. Hier schon rein oder nicht? Das ist nee, hier komme ich nicht rein. Okay. Ich mal das sparen können.
Okay, das ist wahrscheinlich irgendwas mit dem Tauschgeschäft. Wovon ich jetzt aktuell gerade noch nicht so richtig weiß. Dann würde ich sagen, einmal die Ocarina gespielt, dann holen wir uns jetzt Pfeil und Bogen zu überteuerten Preisen. Und dann geht's schon in die nächste Dungeon, würde ich sagen. Erstmal genug Geheimnis abgegrast. Ganzes Erspartes ist futsch. Okay, jetzt haben wir endlich Pfeil und Bogen. Sehr schön. Hier muss man hin. Habe ich Halluzinationen oder leuchtet das tatsächlich so ein bisschen hier, dass das einem aufweist, wo ich als nächstes hin muss? Okay, das kann durchaus sein, ja. Das kann auch sein. Irgendwo findet, die man für die Dungeon gleich mal. Hier brauchen wir wenigstens keinen Schlüssel. Alles klar, das soll es mit der Folge schon wieder gewesen sein. Heute mal ein bisschen kürzer, ein paar Geheimnisse gelüftet. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Kommentare gerne gesehen und ein bisschen Kritik, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Freue mich auf die nächste Folge, da geht es mit dieser Dungeon weiter. Das war's von mir. Einen wunderschönen Haut rein.